Feierstunde des Sports. Zur Ehrung verdienter Sportlerinnen und Sportler fanden sich in der Kongresshalle 163 Athleten und Betreuer ein. Mit der von Sportamtsleiter Tobias Erben moderierten Veranstaltung ehrte die Stadt Gießen erfolgreiche Sportler des vergangenen Jahres. Vergeben wurde die Karl-Reuter-Medaille, die höchste Sportauszeichnung der Stadt, und die Sportplaketten in Gold, Silber und Bronze, übergeben aus den Händen von Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Dass etliche Athleten in der vergangenen Saison nicht zum ersten Mal erfolgreich waren und geehrt wurden, erkannte man an der Vergabe von Urkunden, da die Plaketten nur einmal überreicht werden. Insgesamt wurde die Karl-Reuter-Medaille 9-mal vergeben, die Sportplakette in Gold 16-mal, in Silber 35-mal und in Bronze 26-mal. Eine silberne Ehrennadel nahm Kreisfußballwart Henry Mohr entgegen. Außerdem wurde noch der integrative Jugendsportpreis der Stadt vergeben und der Imageträger 2013 Sport gekürt. Für die passende musikalische Umrahmung vor, nach und während der Feierstunde sorgten die Trojanos. Zur Unterhaltung der Anwesenden sorgten außerdem Tanzdarbietungen von den Tornado Cheers sowie von den deutschen Vizemeistern vom Gießener Tanzclub 74, Christa Bischof Moos und Lukas Moos, die gemeinsam mit zwei Nachwuchstänzern einen Rock'n'Roll aufs Parkett legten.